erste Zeit und heute begrüße ich euch mal von der Ecke hier. Ja, sehr dunkel, ne? Das ist eine Ecke von einem Schreibtisch, den ich hier nutze. Und der hat ein kleines Problem, es ist zu dunkel. Ihr seht in der Mitte aber eventuell schon rumbaumeln. Das ist so eine Schwanenhalslampe. Irgendwas Fertiges, was noch rumlag. Und das möchte ich hier möglichst benutzen. Gibt nur ein kleines Problem, denn naja, die hängt hier so wunderschön auf 7:30 und es wäre natürlich ein bisschen schöner, wenn ich die hier oben an das Brett dran bekäme. Das heißt also, wenn wir die hier anmachen, einfach hier oben gegen. Eventuell sogar ein bisschen weiter unten drunter, so dass es nicht direkt in die Augen leuchtet. Das wären so meine Wünsche. Dinge festmachen. Tja. Ich glaube, das ist dann jetzt einer der Fälle, wo dann der 3D-Drucker tatsächlich mal was Sinnvolles tun darf und nicht die ganze Zeit nur Banshees oder Spielzeug drucken muss. Das heißt also, ja, das soll heute mal das Thema sein. Wie gehe ich daran, wenn ich hier so einen Halter in dem Fall hier drucken möchte und so ein paar Tricks und Kniffe, die man in FreeCAD machen kann. Das Erste, was wir natürlich brauchen, das sind Messwerte, denn ohne Messwerte geht gar nichts. In jedem Fall, da müssen wir natürlich einmal wissen, wie dick ist denn hier oben das Brett, wo ich drauf schieben möchte. Das sind hier, wie wir sehen, etwa 22,3, sagen wir 22,5 mm. Und dann die Lampe, die ist rund. Ich möchte hier an den Kanten festmachen, wenn wir gucken, das sind 17,8, sagen wir 18 mm. Und ja, das sind eigentlich die einzigen Messwerte, die wir brauchen. Dann kann ich mir eine Klammer machen, die ich hier drauf stecke. Die Lampe klicke ich dann einfach so ein bisschen ein. Und das ist jetzt mal mein Plan. Hilft jetzt aber nicht wirklich viel, dass der Plan in meinem Kopf ist. Also gehen wir mal rüber zum Rechner. Wie auch schon die letzten Male mache ich das Ganze hier in FreeCAD, aber diesmal ein bisschen anders. Und zwar, bisher hatte ich ja immer so den, ja, nehmen wir es mal den Bastler-Ansatz geholt. Das heißt, ich bin in Part reingegangen. Hab mir dann hier aus den Grundformen, also so ein Cube oder ein Zylinder geholt und damit dann Dinge zusammengebaut. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache einen Cube, mache den fünfmal irgendwas und mache dann irgendwie mit einem Zylinder da auch was rein und sage dann irgendwie Differenz, sodass ich da was rausschneide. Das funktioniert natürlich, habe ich auch bisher immer genutzt und damit kriegt man auch tolle Formen hin, aber die CAD-Leute, die schreien dann immer, weil das ist nicht so das Klassische, was man macht, um da ja, so CAD-Sachen zu machen. Denn üblicherweise geht man eher hin, der klassische Ansatz, wie man es früher gemacht hat, macht eine Zeichnung und geht von da aus. Also erst 2D, dann 3D. Das Ganze kann FreeCAD auch, also probieren wir das dann diesmal. Dazu gehen wir nicht auf Part, sondern auf Part Design. Der erste Schritt, den wir machen, wir brauchen ein Part und ein Body. Das klingt relativ einfach. Man klickt hier einfach auf Create Body oder hier oben geht das auch. Und ja, der macht dann hier alles. Auf die Liste gucken, hat er jetzt einen Body geholt. Der ist auch fett geschrieben. Das heißt, er ist gerade aktiv. Wenn wir Doppelklick machen, ist er nicht mehr aktiv. Nochmal Doppelklick, ist er aktiv. Und was wir jetzt brauchen, ist ein Sketch. Überraschung, wir können hier direkt klicken. Create Sketch. Wir müssen jetzt noch wählen, auf welcher Plane. Das heißt also, wollen wir das Ding haben, sodass es auf dem Boden hier drauf liegt, auf dieser Ebene hier. Wollen wir es von der Seite oder von der anderen Seite? Das sind die Planes. Ich möchte, dass das Ding am Schluss auf dem Boden liegt. Also gehen wir hier auf die XY und sagen okay. Was er jetzt macht, ist, er wechselt die Workbench. Wir sind jetzt hier nicht mehr in Part Design, sondern in Sketcher. Und Überraschung, im Sketcher können wir sketchen. Wer hätte das erwartet? Ja, sketchen heißt, wir müssen jetzt malen. Dafür gibt es hier oben diese Sachen. Wir können einen Punkt machen, eine Linie, einen Arc oder diverse andere Dinge. Wir können Kreise zeichnen und so hier Linien sowie ein paar Sachen wie Rechtecke und so weiter. So, jetzt machen wir einfach mal hier eine Klammer, die um den Tisch rumgeht. Das heißt also, wir machen eine Linie von hier nach hier. Machen dann eine Linie von hier nach hier. Eine von hier nach hier. Eine von hier nach hier und jetzt machen wir das Ganze nochmal so innen. Wir brauchen ja ein dreidimensionales Ding am Ende. Zack, zack, zack. So, hier wieder auf den Punkt, dass das zu ist. Und wir sehen, er hat jetzt hier schon ein paar Sachen gemacht. Und hier sind jetzt irgendwie so komische Linien. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Naja, das, was wir hier sehen, diese roten Dinger, das sind die sogenannten Constraints. Constraints, das sind irgendwelche Beschränkungen. Die Beschränkung hier ist zum Beispiel, die Linie hier ist bitte waagerecht. Die hier heißt, die Linie ist bitte senkrecht.
Sieht jetzt noch nicht so aus, aber wenn wir einmal was bewegen, dann wendet er das auch an und schon haben wir das. Und was mich jetzt gerade wundert, upala, hier oben die beiden Punkte sind gar nicht zusammen. Das war so nicht gedacht. Da habe ich wohl beim Malen was nicht beachtet. Können wir aber relativ einfach fixen. Und zwar sagen wir hier coincident, das heißt also, das ist dasselbe. Jetzt weiß er das auch. Und ja, wir sehen jetzt hier schon, er wendet jetzt Constraints an. Das heißt, wenn ich hier verschiebe, wird keine Linie irgendwie schief, sondern alles bleibt gerade. Ist ja logisch. Wir haben ja gesagt, er möge bitte alles gerade lassen. Ne? Aber, oh, hier haben wir noch einen verpennt. Beim Zeichnen also immer aufpassen, dass man immer schön den Startpunkt und den Endpunkt auswählt. Sonst ist das nachher Chaos. Aber prinzipiell, wenn man da ein bisschen aufgepasst hat und immer beim Malen aufpasst, dass man vom richtigen Startpunkt ausgeht, dann sollten wir hier den Fall haben. Wir können jetzt Dinge hier bewegen, aber es bleibt alles gerade. Was wir auch schon haben, ist, eventuell habt ihr hier unten gesehen, die kann ich nicht hoch und runter bewegen. Den hier kann ich aber durchaus hoch und runter bewegen. Womit hat das zu tun? Naja, wir haben eben hier auf der Linie gemalt, das ist eine von diesen Hauptlinien. Da weiß er dann, okay, das soll bitte auf der Linie bleiben. Es gibt aber noch einen Punkt, und zwar, das Ding hier ist noch nicht voll constrained. Das heißt also, wir können es noch bewegen. Solange wir was bewegen können, stimmt was nicht. Was wir nämlich tun sollten, ist dann wirklich noch zu sagen, okay, das soll so, das soll so. Und zum Beispiel können wir hingehen und sagen, hier bei dem Ding, okay, das hier möchte ich waagerecht in einem Abstand haben, und zwar sagen wir mal von 1,2 mm. Zack. Jetzt weiß er, okay, hier die beiden Punkte sollen Abstand von 1,2 mm haben, und er weiß ja auch, okay, die hier gehören irgendwie zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ziehe, bleibt der Abstand immer gleich. Klingt gut, ne? Jetzt können wir auch hingehen, hier möchte ich denselben Abstand. Dafür könnte ich hingehen und sage hier und hier und sage dann hier zum Beispiel gleich. Jetzt weiß er, okay, hier der Abstand oder dieser Bereich hier soll gleich mit dem hier sein. Das heißt also, auch hier haben wir jetzt unsere 1,2 mm und egal, wo ich den hinschiebe, die 1,2 mm bleiben. Und wenn wir jetzt hier das haben und hier das, dann möchte ich das eventuell hier unten auch noch. Das ist ja die Rück- oder das, was vorne hinkommt. Da kann ich jetzt aber nicht einfach hingehen und die beiden hier auswählen, weil dann weiß er nicht, was er damit tun soll, sondern wir sagen, okay, der Punkt hier und der Punkt hier. Jetzt kann ich nicht so einfach sagen, es soll gleich bleiben, weil das hier ist ja für waagerecht. Hier brauchen wir ja senkrecht. Ich mache jetzt einfach einen neuen. Es gibt bestimmt auch einen Trick, wie man das übernehmen kann, aber ja, hier so können wir das auch auf 1,2 mm machen. So, wenn wir das hier haben, ich versuche mal gerade hier den Messwert ein bisschen auf Seite zu ziehen, dann ist das was übersichtlicher. Dann sind wir doch schon mal besser dran, ne? Wenn ich jetzt hier anpacke, dann ja, beim Hin- und Herschieben bleiben schon mal viele Dinge gleich. Aber wir können das hier in der Mitte ja noch verschieben. Ja gut, das habe ich gemessen. Das jetzt zu machen ist, denke ich, das kleinere Problem. Also gehen wir mal hier auf die Linie und sagen, das hier soll bitte jetzt, was hat man gesagt, 22,1 Millimeter, machen wir 22,25. Schöne runde Sache. Okay, ist ein bisschen länger geworden. Und dann sagen wir mal, wie viel wollen wir nach innen? Naja, wir wollen nach innen 2,5 Zentimeter, 25. So, wird schon mal alles deutlich größer. Und ja, das haben wir eben schon gelernt. Wir können hier die beiden einfach sagen und die sollen bitte gleich lang sein. So, schon haben wir auch das erledigt. Und jetzt ist, egal was ich hier mache, unsere Form bleibt jetzt jedes Mal gleich, weil alles in unserer Form haben wir ja schon definiert. Außer eins. Ich kann es nämlich immer noch nach links und rechts schieben. Hoch und runter geht nicht, weil wir das ja schon hier gesagt haben, der Punkt hier soll auf der Linie sein. Jetzt wollen wir eventuell aber noch einen Abstand hier zur Mitte definieren, dass wir auch das immer fest haben. Das heißt, wir machen zum Beispiel einen Abstand von hier dem Punkt zu hier dem Punkt. Das ist unser Mittelpunkt, der ist ja die ganze Zeit schon da. Und Abstand in 11,125 müsste die Mitte sein. So, jetzt haben wir das schön in der Mitte und unsere Zeichnung ist grün geworden. Was heißt denn jetzt grün? Grün heißt fully constrained sketch. Das heißt also, das Ding hier lässt sich nicht mehr verschieben. Alles ist definiert. Er weiß genau bei allem, was er damit machen soll. Und das ist den Zustand, den wir erreichen wollen. Jetzt können wir nämlich hier hingehen und können das Ganze schließen. Und haben hier unsere Zeichnung auf dem Druckbett dann am Ende liegen. Dinge auf dem Druckbett liegen ist aber nicht so dolle. Deswegen gehen wir hier auf Pad. Wollen das Ganze also auffüllen und da ist es schon
Er hat es jetzt hochgemacht. Wir können jetzt hier die Länge machen. Wie hoch soll das Ganze werden? Oh, ich denke so ein Zentimeter, oh, sogar 2 Zentimeter. So. Und schon haben wir hier unseren wunderschönen Sketch jetzt als 3D-Modell oder in dem Fall hier wäre es dann am Ende eine Klammer, die wir auf den Tisch setzen können. Den Sketch können wir jetzt natürlich jederzeit noch bearbeiten und können hier in Pad reingehen, das ausklappen. Dann haben wir hier auch den Sketch. Können jederzeit da Änderungen dran machen, wenn wir irgendwas an unserer Form anders machen wollen. Ich werde natürlich noch hingehen und werde dann gleich hier meinen Halbkreis noch draufsetzen, wo ich die Lampe einklippe. Aber ich möchte noch was anderes. Und zwar, wir haben jetzt ja hier alles fest definiert. Das ist eventuell ein bisschen umständlich. Ich meine, wir haben zwar prinzipiell nur hier so zwei, drei Stellen, wo wir was sagen müssen. Aber es geht doch bestimmt schöner, oder? Klar, wir können nämlich wieder eine Tabelle machen, ein Spreadsheet. Und da drin dann hier unsere Werte sagen. Das heißt also, wir können zum Beispiel sagen, was brauchen wir denn? Dicke Tischplatte, breite Klammer, Länge Klammer und dicke Klammer. Und können jetzt hier unsere ganzen Werte eingeben. 22,25 haben wir gesagt. Die Breite der Klammer war, glaube ich, 20, wenn ich richtig im Kopf habe. Die Länge 25 und die Dicke waren 1,2. Das Ganze sind Millimeter. Können wir das hier irgendwie mal gerade reinmachen? Display Unit Millimeter. Das sieht ein bisschen schöner aus. Und jetzt können wir jeder von denen hier Namen geben. Das hier ist ja jetzt erstmal nur wie in Excel oder LibreOffice Calc. A1, B1. Aber wir wollen eventuell hier diesen Wert so benennen, dass wir den später wiederfinden. Dafür gehen wir hier rein, Alias und sagen hier zum Beispiel Tischdicke. Hat er gemacht. Okay, ist jetzt auch gelb. Dann können wir hier dasselbe machen. Klammer Breite, Länge und last but not least Klammer Dicke. Und jetzt weiß er entsprechend, wenn ich sage, okay, Tischdicke, dann ist das hier gemeint. Was hilft uns da jetzt? Naja, gehen wir mal zurück in unseren Sketch hier. Was wir hier nämlich machen können, ist hier reingehen und hier haben wir eben ja gesagt 25 mm, aber hier gibt es ein FX-Logo. Das heißt also, wir können hier auch Formeln reinmachen. Was können wir hier für Formeln reinmachen? Naja, wir können zum Beispiel sagen, Spreadsheet, Punkt, Klammer, oh, guckt mal, Klammerlänge. Das Result ist 25, das bleibt also. Aber wir haben jetzt hier eine Formel aktiv, das heißt also, wenn wir das hier so machen, 25 mm, okay. Wenn wir jetzt aber hier reingehen und sagen, nicht 25 mm, sondern wir wollen nur 15 mm die Klammeranlänge haben, dann sehen wir hier, der hat so 15 schon geändert. Und entsprechend, wenn wir das einmal irgendwie neu öffnen würden oder so, hätte er das automatisch auch auf 15 mm gesetzt. Das heißt also, wir haben jetzt eine Stelle, wo wir Sachen ändern können. Und die Sachen, diese Funktion, Dinge aus der Tabelle zu holen, die können wir natürlich überall nutzen. Also auch hier natürlich Spreadsheet, Punkt, Klammer Dicke, 1,2 mm, check. Was haben wir noch? Hier unten, da hatte man noch diesen Wert hier, da benutzen wir das selber. Klammer Dicke. Und hier können wir auch sehen, das Logo ist jetzt blau geworden. Das heißt, wir benutzen hier eine entsprechende Formel. Und hier wird es auch als orange angezeigt. Und last but not least, was hatten wir hier? Das hier ist Klammer, nee, das hier ist Tischdicke, die wir hier brauchen. Tischdicke. 22,25. Auch das haben wir jetzt also. Und was ist mit der hier? Wir wollen das Ding in der Mitte haben, oder? Naja. Ich sagte doch schon, das hier sind Formeln. Also Tischdicke geteilt durch 2. Result 11,13. Zumindest mal gerundet. Ja, passt schon. Ja, hier zeigt das jetzt sogar richtig an. 11,125. Und jetzt? Naja, unser Ding ist immer noch fully constrained. Aber wir können jetzt jederzeit hingehen und können hier unsere Sachen ändern, wenn wir jetzt denken, okay, das hier ist mir zu dünn. Ich will 1,8 oder 2,4 mm Dicke haben. Stelle ich hier ein und schon haben wir hier dickere Wände. Und so kann man sich dann ein komplett parametrisierbares Ding hier bauen, was entsprechend dann auch natürlich möglich wäre mit anderen Sachen. Aber mit dem Sketch hier hat man halt deutlich einfacher die Möglichkeit, später nochmal was zu ändern. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier reingehen und dann gleich, wie gesagt, noch unsere Klammer dran bauen. Wobei, mir fällt gerade auf, eins haben wir noch vergessen. Und zwar hier bei Pad. Da haben wir ja drin stehen, Länge 20 Zentimeter. Millimeter. Millimeter natürlich.
Überraschung, auch hier können wir natürlich sagen, Spreadsheet Punkt Klammer, was ist denn das, Klammer Breite, und haben dann natürlich auch diesen Wert dann hier drin. So, dann haben wir es auch schön sauber. Gut, ich werde jetzt mal hingehen und werde noch die Klammer hier fertig bauen, eventuell noch ein paar schöne Extras dran machen. Und dann gucken wir gleich mal, was bei rauskommt. Und was jetzt hier so im Hintergrund ein bisschen zu sehen ist, ist erstmal, wie ich die Klammer dran gemacht habe. Das ist im Prinzip dasselbe, was wir jetzt hatten, nur mit halt Arcs, also solchen kleinen Teilkreisen. Ich hatte das erst in derselben Sketch gemacht, habe es am Ende in eine separate kopiert, dass ich zwei Bauteile habe. Ich habe nicht gefunden, wie man das da sinnvoll mit Formeln vereinen kann, und das hier ging jetzt schneller. Und das zweite, was ich dann noch gemacht habe, das ist bei der Zeichnung, die wir hatten mit der Klammer, die ganzen Ecken abgerundet, sodass da nicht so scharfkantige Sachen sind, ist dann ein bisschen angenehmer. Danach habe ich dann auch nochmal eine Zeichnung gemacht, die entsprechend einfach nur ein bisschen länger ist und die Klammer an der Seite hat. Ist im Prinzip ja genau derselbe Aufbau. Und ja, das Ganze dann in Slicer geschmissen und einen Testdruck gemacht. Hier erstmal nur von den kurzen Klammern, weil die sind schnell fertig. Das ist ja kein großes Hexenwerk, das liegt direkt auf dem Bett auf, wir haben keine Überhänge und nichts. Das heißt also, ist schnell durch. Also mal zwei Stück damit gedruckt, weil wir wissen ja alle, der erste Prototyp passt nie und der erste Prototyp passt. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert, aber I'll take it. Gut, wie man sieht, die Lampe kann man jetzt hier schön drauf machen. Die Klammer steckt dann auf dem Brett. Und vorne, da ist einfach so ein, ich glaube, es ist ein 60% vom Kreis, den ich geschlossen habe. Dadurch, dass der runde Teil ein bisschen dünner ist, vom Material her, biegt er sich weg, wenn ich reindrücke, und das hält dann schön fest. Das hat also alles einwandfrei funktioniert. Ich habe dann denselben Spaß nochmal wiederholt mit den längeren Klemmen, sodass man es unten drunter hängen kann. Auch bei denen ähnliche Sache, es liegt direkt auf, es ist halt nur ein bisschen weitere Strecke, die er fahren muss. Auch in kürzester Zeit gedruckt und auch hier passt es soweit. Die Klammer hätte ich ein bisschen dicker machen können, dadurch, dass er halt so weit ist, biegt die sich ein bisschen, aber es fällt kaum auf und auch die Lampe hält halbwegs. Ist natürlich ein bisschen komplizierter wegen dem Schwanenhals, der ist ja sehr starr, der zieht das natürlich ein bisschen wieder weg, muss man dann ein bisschen zurechtbiegen, aber ja, ich glaube, wir können relativ gut sagen, dass jetzt hier definitiv Licht am Schreibtisch ist. Wie gesagt, ich bin eigentlich gar nicht davon ausgegangen, dass der erste Testdruck funktioniert. Deswegen hatte ich auch nur weißes Filament drin. Schwarz hätte hier wahrscheinlich etwas besser gepasst, aber die optische Störung im Auge ist jetzt für mich nicht so schlimm, wie der Aufwand hinzugehen und tatsächlich hier das Filament noch komplett rauszupopeln und ein schwarzes einzulegen. Also bleibt das jetzt so. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, wie man mit diesen Zeichnungen arbeiten kann, wie man über so eine Spreadsheet, also eine Tabelle mit Werten, das Ganze auch dynamisch machen kann, weil hätte jetzt irgendwas nicht gepasst, wäre zum Beispiel die Klammer ein bisschen zu eng gewesen, dass sie nicht sauber auf den Tisch drauf passt. Naja, ich hätte nur in die Tabelle gehen müssen, den Wert ändern müssen für Tischdicke und schon wäre ich fertig gewesen. Alles andere hätte sich automatisch angepasst. Genauso zum Beispiel die Dicken. Ich hatte jetzt ja, ich glaube, 2,4 mm war es für die Klammer geholt. Wenn sich jetzt rausstellt, okay, die lange ist halt ein bisschen zu dünn, dann kann ich jederzeit hingehen und sagen, okay, ich hätte aber lieber 3 irgendwas Millimeter oder sogar noch mehr. Das ist halt das Schöne, wenn man mit solchen parametrischen Sachen arbeitet, wo man dann die Werte zentral erfasst, an einer Tabelle oder ähnlichen, und das Ganze dann hinten dran automatisch berechnen lässt. Gut, ich habe jetzt hier mein Licht. Kann auch wieder sehen, was da in den hinteren Ecken meines Schreibtischs liegt. Finde hoffentlich dann auch ein paar Projekte schneller wieder und hoffe einfach darauf, dass die Lampe auch längere Zeit das tut, was sie soll.